Beim geplanten Greenwashing von Atomkraft blendet die EU-Kommission das Risiko eines schweren Atomunfalls einfach aus. Das öffnet Tür und Tor für die breite Förderung der Atomkraft. In jedem Atomkraftwerk kann es jeden Tag zu einem schweren Unfall kommen. Das haben Tschernobyl und Fukushima gezeigt. Auch Atomkraftwerke in Deutschland und in der EU standen schon mehrfach kurz vor der Kernschmelze. Es war nur Glück, dass es bei uns am Ende bisher nicht zum Schlimmsten kam. Die EU-Kommission will Atomkraft trotzdem als nachhaltige Technologie kennzeichnen. Sie blendet das Atomrisiko einfach aus. Wird Atomkraft in die EU-Taxonomie für nachhaltige Geldanlagen aufgenommen, dann besteht die Gefahr, dass andere sich das zum Beispiel nehmen und Atomkraft unter Verweis auf diese Taxonomie mit ihren Mitteln fördern. Mit Subventionen, verbilligten Krediten, besonders günstigen Bedingungen, atomfreundlichen Gesetzen, erleichterten Genehmigungen und so weiter. Das vergrößert das Atomrisiko und die Abhängigkeit von Atomkraft in Europa und womöglich auch darüber hinaus. Noch kann das EU-Parlament die Aufnahme von Atomkraft in die Taxonomie stoppen. Ausgestrahlt ruft deshalb Ende April rund um den Tschernobyl-Jahrestag zu Aktionen bei den Regionalbüros der EU-Abgeordneten auf. Mach mit!